Gepäck, Eier, Kaffee und Tee. Das Frühstück. Für 8 von 10 eine der wichtigsten Mahlzeiten am Tag. Ausgewogen gibt es uns Kraft. Speziell im Profisport ist das unerlässlich, um Höchstleistungen abzurufen. Das weiß man auch beim LASK. Wir haben auch im Verein bei den Spielern das eingeführt. Die Spieler organisieren sich das Frühstück selber. Sie nehmen sich Zeit dafür. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ernährung bei den Profis, eine eigene Wissenschaft. Professionelle Clubs und Sportler haben mittlerweile eigene Betreuer dafür. Wir haben einen eigenen Ernährungsberater, der mit jedem Spieler individuell arbeitet, um ihn dabei zu unterstützen, dass er seine bestmögliche Leistung bringen kann. Ja, in den Auswärtsspielen haben wir auch immer Köche mit, die uns auswärts dann entsprechend betreuen, weil man nie weiß in unterschiedlichen Ländern und Regionen, was man da präsentiert bekommt. Die Spielerinnen und Spieler des LASK haben genaue Vorstellungen, was sie morgens wollen und auch bekommen. Frühstück ist bei mir mit die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eher gesundes Frühstück, ich stehe auf Smoothie Bowls, da tobe ich mich aus, da gibt es im Internet einige Rezepte. Egal, ob ich jetzt einmal trainingsfrei habe oder nicht, klar brauche ich in der Früh gleich einmal eine Stärkung. Und am wichtigsten ist natürlich, wenn ich danach Training habe. Ich mache mir eigentlich jeden Tag in der Früh einen Joghurt mit Müsli und Bananen. Und ein Tee dazu. Ernährung ist auch das tägliche Brot von LASK-Sponsor und Kornspitz-Erfinder Back Aldrin. Das Unternehmen liefert Brot und Gebäck fürs gemeinsame Frühstücken vor dem Sport. Wir sind ja Ernährungspartner vom LASK und Sport und Ernährung bedingen sich ja gegenseitig. Und Frühstück ist ja bekanntermaßen die wichtigste Mahlzeit. Und da bietet es sich natürlich an, dass man nicht nur die Fans wieder ins Stadion gehen, sondern wir wollen ja auch, dass der LASK zu den Fans kommt. Und das bietet sich natürlich an beim Frühstück in ungezwungener Atmosphäre. Ob Meet and Greet mit Trainer und Spieler, Fußballtalk mit Sportreporter Ernst Hausleitner und Torwandschießen gegen die Stars. Die heutige Arena, Bäckerei Reichel in St. Marien. Dass ich jetzt den jungen Nachwuchskickern aus unserem Dorf, aus unserem Verein die Möglichkeit biete, ihre Stars jetzt kennenzulernen und näher zu kommen, passt für mich jetzt wirklich perfekt. Perfekt vorbereitet kann dann auch der LASK nach der Länderspielpause wieder in die Liga starten. Für die morgendliche Stärkung ist jedenfalls gesorgt. Auch Luckeneder.